Ahoi, Freunde. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich habe letzter Zeit sehr oft mitbekommen, dass viele junge Leute mit der Smartphone-Fotografie anfangen oder dass manche ihre Spiegelreflexkamera zu Hause lassen und einfach mit dem Smartphone fotografieren. Ich für meinen Teil finde es überhaupt nicht schlimm, denn ich denke, dass Kunst im Herzen entsteht und nicht mit irgendeinem teuren Equipment. Aus diesem Grund habe ich für euch ein richtig cooles Video zusammengeschnürt, wie ihr mit dem Smartphone richtig coole Bilder machen könnt. Es gab schon mal Teil 1, das ist jetzt Teil 2 mit neuen Tipps. Und das Beste ist ja, ihr könnt dieses Buch hier gewinnen. Das ist vom Franzis Verlag, Smartphone-Fotografie, ganz einfach erklärt. Und wie ihr dieses Buch gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Und jetzt heißt es dranbleiben und viel Spaß beim Video. An dieser Stelle gleich die erste Faustregel. Kontrolliere deine Bilder noch am gleichen Tag und lösche unbrauchbare Bilder. Erstens ersparst du dir Speicherplatz und zweitens entwickelst du ein Gespür für bessere Bilder. Das Angebot an Kamera-Apps ist verdammt groß, doch die meisten Anbieter stülpen nur eine alternative Benutzeroberfläche über die Original-Kamera-App und neue Funktionen sucht man vergebens. Beim reinen Fotografieren braucht ihr keine extra App. Wenn ihr aber Filmemacher seid und ihr wollt die Grenzen der Original-App überschreiten, dann kann ich euch die App Cinema VF5 empfehlen. Hier habt ihr zahlreiche Funktionen, die in der Original-App fehlen. Ihr könnt den Fokus festsetzen, was richtig cool ist. Ihr könnt die Bildqualität noch weiter steigern und ihr könnt die automatische Belichtung einfach sperren und noch vieles mehr. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Als erstes empfehle ich bei jedem Smartphone das Gitternetz zu aktivieren und den Schärfepunkt manuell mit dem Finger zu setzen. Hierbei ist es sehr hilfreich, die 3/3-Regel zu beachten oder Bilder nach dem goldenen Schnitt zu fotografieren. Ganz einfach ausgedrückt, fokussiert nicht immer zentral und spielt ein bisschen mit der Schärfenebene. Dadurch bekommt ihr nach und nach ein besseres Gespür für eine harmonische Bildaufteilung und eure Bilder werden sichtlich besser. Neben dem Fokusfeld kann auch bei jedem Smartphone grundlegend die Belichtung angepasst werden. Am einfachsten geht es mit ganz aktuellen Android-Smartphones. Dort könnt ihr im Profi-Modus alles manuell einstellen und die Belichtungszeit oder den ISO-Wert einfach nach Belieben anpassen. Beim iPhone zum Beispiel erscheint rechts neben dem Fokusfeld eine kleine Sonne, sobald ihr das Fokusfeld etwas länger gedrückt haltet. Dahinter verbirgt sich ein kleiner Regler, mit dem ihr die Belichtung nach unten oder nach oben korrigieren könnt. Kleiner Tipp, aktiviert den HDR-Modus. Besonders im Sommer oder draußen im Park kann die Mehrfachbelichtung noch einige Details in den hellen sowie in den dunklen Bereichen herausholen. Bei fast allen Smartphones ist die vorhandene Blitzautomatik voreingestellt und zerstört die vorhandene Lichtstimmung. Das Bild ist unbrauchbar oder überbelichtet. Wenn ihr mich fragt, deaktiviert diesen blöden Blitz, achtet darauf, wo das Licht herkommt und fotografiert mit der Lichtquelle. Wenn möglich, fotografiert ihr immer mit der Sonne im Rücken. Bei ganz wenig Licht empfiehlt es sich auch ein Stativ zu nutzen. Wer aber das nicht zur Hand hat, sollte unbedingt Folgendes mal ausprobieren. Als erstes stellt ihr euch stramm hin. Haltet das Smartphone mit beiden Händen schön fest, legt die Arme dicht an den Körper an, atmet nochmal tief ein, haltet kurz die Luft an und löst erst dann aus, wenn euer Herz geschlagen hat. Dadurch minimiert ihr spürbar Verwackelungen und ihr könnt selbst bei Nacht noch vernünftige Bilder aufnehmen. Besonders Nah- und Makroaufnahmen sind ganz ohne Zubehör möglich und eignen sich für detailreiche Aufnahmen mit einer schönen Weichzeichnung im Vorder- und im Hintergrund. Je näher das Hauptmotiv an der Linse ist und je weiter der Hintergrund vom Hauptmotiv entfernt ist, desto höher ist die Tiefenunschärfe und besser das Bokeh. Die aktuell beste Tiefenunschärfe laut Datenblatt erzählen die Topmodelle von LG und von Samsung, da hier auf eine weite Blendenöffnung gesetzt wird von 1,7 bzw. 1,8. iPhone ist da leider etwas abgeschlagen und verwendet leider nur 2,2. Im Zweifelsfall sollte man Porträts stets auf Augenhöhe fotografieren. Besonders Kinder, Babys, Tiere oder sitzende Personen eignen sich hervorragend dafür. Möchte man aber Ganzkörperaufnahmen fotografieren oder bestimmte Merkmale einer Person hervorheben, könnte die Augenhöhe sehr fatal sein. Denn bei dieser Perspektive wird der Oberkörper gestreckt und die Beine wirken sehr kurz und dick. Bei Ganzkörperaufnahmen von Models ohne Makel empfiehlt sich die Bauchnabelhöhe. Die Brusthöhe empfiehlt sich bei Oberkörperaufnahmen und wenn ihr optisch die Beine schlanker und länger machen wollt, dann kann ich euch das Fotografieren aus der Hüfthöhe empfehlen. Kommt den Models nicht zu nah beim Fotografieren. Denn die verbauten Smartphone-Objektive sind kleine Weitwinkelobjektive, die das Bild in der Mitte aufblähen, wenn das Motiv zu nah am Objektiv dran ist. Eine Armlänge Abstand würde jetzt Henriette Reger sagen, aber nur in diesem Fall stimme ich ihr auch zu. Nicht immer ist das Licht perfekt oder das Gesicht frei von Pickeln. Drum schadet es eigentlich nie, wenn man das Bild vor der Veröffentlichung auf Facebook oder auf Twitter einfach ein bisschen nachbearbeitet. Drum kommt jetzt eine perfekte Überleitung zu meinem letzten Video, Bildbearbeitung mit dem Smartphone. In diesem Video zeige ich euch, was momentan alles möglich ist und was man noch aus einem Bild herausholen kann. Klickt jetzt einfach auf das Video oder folgt dem Link in der Infobox. Bei Aufnahmen mit langen Belichtungszeiten oder Panoramas aus mehreren Bildern oder im Nah- und Makrobereich
muss man zwangsweise mit Stativ arbeiten, sonst gibt es unschöne Übergänge oder verwackelte Bilder. Das Smart Pano 360 CP von Kullmann ist eine gute Allround-Lösung für Selfie-Fans und Landschaftsfotografen. Mit der beiliegenden Bluetooth-Fernbedienung könnt ihr den Panoramakopf fern auslösen und den Kopf für perfekte Panoramaaufnahmen drehen lassen. Das vermeidet bei der Zusammensetzung der Bilder unschöne Übergänge oder Perspektivenfehler. Aber auch Selfie-Fans kommen auf ihre Kosten und können damit völlig neue Perspektiven ausprobieren, ohne die Arme zu verrenken. Ein Knopfdruck reicht schon aus und die Kamera löst aus. Wer sich das Smart Pano 360 CP von Kullmann mal genauer anschauen möchte, schaut jetzt einfach mal in der Infobox nach. Natürlich gibt es noch andere Gadgets, wie zum Beispiel ein Mini-Studio oder Objektivaufsätze für euer Smartphone, aber dazu mal in einem anderen Video mehr. Wer besser werden möchte, braucht erstens Geduld, zweitens Inspiration und drittens eine richtig tolle Community, um sich auszutauschen. Instagram ist mit mehr als 400 Millionen Nutzern die Nummer 1 der weltweit größten Community für Smartphone-Bilder und Videoclips. Hier könnt ihr nicht nur Bilder posten, sondern mit der App auch gleich bearbeiten. Empfehlen kann ich euch aber auch die deutsche Community IEM, die seit neuestem seinen Mitgliedern eine Verkaufsplattform für Bilder anbietet. Wer sich gern inspirieren lässt und ständig auf der Suche nach neuen Ideen ist, kommt um Pinterest nicht vorbei. Dort könnt ihr sogenannte Pinnwände anlegen und eure Favoriten einfach anpinnen. Zu guter Letzt kommen wir zum weltweit größten Wettbewerb für die Smartphone-Fotografie. Auf der Seite von Mobile Photography Awards könnt ihr richtig tolle Bilder bestaunen, die viel mehr Kunst sind als nur irgendwelche Schnappschüsse. Alle Links und Apps findet ihr wie immer in der Infobox. Zu den besten Handys zähle ich das LG G4, das kommende LG G5 mit dem Weitwinkelmodus, das Samsung Galaxy S7 und das iPhone 6S. Wenn ihr jetzt anderer Meinung seid, kann ja durchaus vorkommen, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommis, würde mich mega interessieren. Und das ist auch schon die Bedingung, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Verratet mir, mit welchem Handy ihr fotografiert, welches wahrscheinlich das beste Handy ist, um zu fotografieren und mit welcher App ihr die ganzen Bilder bearbeitet. Und das war's schon. Und dann könnt ihr dieses coole Buch hier abstauben. Der Gewinner wird am 30.04. auf meiner Facebook-Fanpage bekannt gegeben. Am besten jetzt einfach mal in die Infobox schauen, da den Link öffnen und die Seite liken, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Und wenn ihr mich jetzt noch unterstützen wollt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Teilt dieses Video auf verschiedenen Netzwerken, das würde mich mega unterstützen. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, wisst ihr, was ihr jetzt machen müsst? Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.